Moin moin und herzlich willkommen, liebe Steam Deck Freunde, zu The Sinking City. Das Spiel ist von Februar 21, war letztens im Angebot bei Steam und da habe ich mal zugeschlagen. Soll ja ein sehr storylastiges Spiel sein. In dem Spiel soll man auch wenig oder kaum an der Hand genommen werden. Ja, dementsprechend wird das eine Weile dauern. Hier sehen wir es ja nochmal, Main Story 19 Stunden ungefähr mit extra 26 Stunden. Also das ist schon ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Aber ich habe irgendwie Bock drauf. Das ist ja an H.P. Lovecraft angelegt. Und irgendwie habe ich gerade mal wieder Bock auf ein gutes Story-Spiel. So, da würde ich mal sagen, gehen wir einfach rein. So, Menü, Einstellung, können wir mal ganz kurz reingucken. Soundeffekte, Musik, Sprachausgabe, kann alles so bleiben. Grafik auf Ultra kann auch bleiben. Gameplay würde ich erstmal so lassen, Untertitel mache ich noch aus. Bei Sprachausgabe ist auf Deutsch. Mich stört immer der Untertitel denn in den Videos oder Cutscenes oder wie auch immer. Und gehen wir einfach mal rein. Sehr geehrter Mr. Weed, ich habe Nachforschung in der Stadt Oakmont in Massachusetts angestellt. Wie sich herausstellte, hatten Sie hinsichtlich Ihrer Vision recht. Aus dem ganzen Land zieht es Menschen nach Oakmont, die ähnliche Vision haben wie sie. Von einer Stadt, die in den Fluten versinkt und einer großen, uns unbekannten Macht, die hier allgegenwärtig zu scheinen scheint. Glücklicherweise bin ich wohl auf die Ursache gestoßen, sowie auf die Personen, die ihnen diesbezüglich helfen konnten. Bitte brechen Sie alsbald nach Oakmont auf. Ich werde Sie dann gleich nach Ihrer Ankunft treffen und Ihnen helfen. Herzlich, Johannes van der Berg. Träumt er das jetzt oder? Sehr optisch gemacht. Was geht denn hier ab? Also das, was er nimmt, will ich ohnehin. Geträumt. Das sind diese Visionen, die in dem Brief standen. So, okay. Schiff Charon. So, was können wir hier machen? Hier liegt erstmal eine Knarre. Oh, okay.
Nicht. Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. So, krasse Steuerung auf alle Fälle. Also E ist schlagen. Und mit der Maustaste, mit der linken. Okay, ich muss ja draufbleiben auf der Maustaste. Solange er die Aktion ausübt. Brief von Johannes van der Berg. Den haben wir ja schon am Anfang gelesen, gerade. Nehmen wir trotzdem mal mit. Eine Klappkamera. Alle Hinweise gefunden. Reisewerbung sollte man nicht trauen. So, wir sind anscheinend angekommen am Hafen. Gehen Sie! Okay. Da sind Sie ja, Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits, Johannes van der Berg, zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah, verbindlichsten Dank. Das sieht aber ungesund aus, ey. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Oakmont. Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind ihre wichtigsten Stunden. So, was mein Problem betrifft, was hat es mit dieser Stadt auf sich? Schicke Kleidung. Ja, schicke Kleidung kann ich jetzt hier nicht behaupten. Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakmont nichts Ungewöhnliches. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr, von dem ich Ihnen erzählt hatte, gerade hier am Hafen. Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Wie erkenne ich Mr. Throckmorton? Keine Sorge, Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er sticht aus der Masse hervor. Können Sie mir etwas über Mr. Throckmorton erzählen? Eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er entstammt einer einflussreichen Familie. Er ist ein Philanthrop, ein Gelehrter und der Mäzen der berühmten Universität von Oakmont. Ein Mann mit großen Zielen und einem noch größeren Ego. Sie sollten ihn nicht warten lassen. Es war nicht leicht, nach Oakmont zu gelangen. Auf den meisten Karten ist die Stadt nicht verzeichnet. Und dieses alte Postschiff war die einzige Möglichkeit, hierher zu kommen. Woran liegt das? Oakmont ist keine gewöhnliche Stadt. Aufgrund ihrer einzigartigen geografischen Lage und der Flut ist es nahezu unmöglich, sie zu erreichen. Aber Sie haben es geschafft, Mr. Reed. Ich wusste, dass die Wogen des Schicksals Sie irgendwie an diesen Ort tragen würden. Erzählen Sie mir mehr über die Flut. Sie setzte vor 6 Monaten ein. Mehrere Wochen lang tobten heftige Stürme und der Wasserspiegel stieg immer weiter an, ohne wieder zu sinken. Und nun ist die Stadt vom Festland abgeschnitten. Ich muss gestehen, dass mich das trotz all der damit verbundenen Unannehmlichkeiten kaum stört. Es ist der Atmosphäre hier sehr zuträglich. Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Ein reizender Name. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed. Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes. Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte.
Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Andere interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die Sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit. Daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden müssen, wenn Sie eine Spur verfolgen. Mit was verbringen Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophieclub für gleichgesinnte Intellektuelle in der Stadt. Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein. Ich denke, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde Sie finden. Als allererstes muss ich ja mal sagen, wieder ein Spiel mit einer sehr guten deutschen Synchro. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde mal Tatsache ein bisschen was an der Grafik noch ändern. Weil, ich sag mal, 30 FPS Anti-Aliasing können wir hier auf Episch schatten. Und Laub lassen wir. Mal gucken, was wir hier ändern können. Auflösungsqualität. Ah, da zeigt er mir natürlich keine Prozentzahl an, aber gut, 100% wird ja zum Ende sein. Okay, schauen wir mal, was es hier gebracht hat. Ja, mit 40 kann ich leben. Das sieht ja schon mal gut aus. So, hier oben haben wir jetzt auf dem Kompass? Warum habe ich jetzt hier noch eine Lupe? Kann ich hier mit jedem quatschen? Nee, nein, nicht. Ah, ist ja schon mal eine geile Atmosphäre hier. So, er scheint auf mich zu warten. Wer ist er hier? Der Don? Eure billigen Ausreden interessieren mich nicht. Niemand verlässt den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde. Und dabei bleibt er. Verzeihen Sie. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gehen Sie. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Na Junge, er sollte erstmal wie eine Gesichtsmaske auftragen. Darf ich fragen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das, Neuankömmling? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Es muss jemand anderes gewesen sein. Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouth an. Da bin ich mir sicher. Sie scheinen auf Innsmouth nicht gut zu sprechen zu sein.
Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt an sich gerissen haben. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn sie einfach nur Flüchtlinge wären. Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Bitte verzeihen Sie mir meine Direktheit, aber jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Das liegt an der einzigartigen Erblinie der Throckmortons. Durch unsere Adern fließt besonderes Blut. Nach Inzucht sieht er da aus. Wir sind stolz darauf. Mein Vater vereinigte sich mit der Angehörigen einer königlichen Familie, der es zu verdanken ist, dass all unsere Nachkommen mit diesen herausragenden Merkmalen gesegnet sind. Naja, Junge, der Tiersicht kann aber nur eine Mutter lieb haben. Man sagte mir, ich könne mit Ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst. Aber niemand in dieser von Innsmouth an verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Mr. Throckmorton, gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Mit den Augen siehst du überhaupt nicht. Außerdem haben Sie nichts zu verlieren. Und Sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die Sie kriegen können. Da haben Sie nicht ganz Unrecht, Neuankömmling. Vera. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane, haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn jede Spur. Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort um. Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend. Sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie gut, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Verstehe. Danke. Oha, ey, das ist ja schon heftiger Input hier in den ersten 10 Minuten. Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Cowhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen direkt davor. Sie erwähnten ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Ich würde zwar lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton, aber ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Gut. Drücke T für Hinweise. In der Fallmappe findest du einen Hauptfall, der deinen Spielfortschritt in der Geschichte widerspiegelt. Mhm. Achso, das sind hier quasi, Hinweise. Haus der Fischer.
sieht ja aber uninteressant aus, ey. Also von dem würde ich hier nichts kaufen. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Hallo? Hey. Können Sie mich hören? Oh, mein Kopf. Was? Wer sind Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe denen schon alles gesagt. Schon gut. Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton hat mich damit beauftragt, seinen Sohn zu finden. Oh, okay. Was wollen Sie? Ich will wissen, was hier passiert ist. Jedes kleinste Detail. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Paul, Louis und ich, wir drei waren hier. Das ist unser Haus. Barry war draußen und hat gearbeitet. Dann hat er plötzlich Throckmortons Sohn reingetragen. Er war bewusstlos und hat kaum geatmet. Anschließend ist Barry wieder raus, um Robert Throckmorton zu holen. Und dann? Wir haben den Burschen in Louis' Zimmer gebracht. Dann hat er plötzlich angefangen, komische Geräusche zu machen und... Oh, mir wäre fast der Kopf geplatzt. Er kam wieder zu Bewusstsein und... ab da weiß ich nichts mehr. Dann war alles wie ein Traum. Überschwemmte Straßen, ein schlafender Riese, eine Stimme, die nach mir rief... Oh. Hm. Kommt mir bekannt vor. Ja, er war wahrscheinlich auf derselben Drogenparty. Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich heiße Will. Will Hammond. Ich bin Fischer, so wie alle, die hier wohnen. Ich, dann Paul, der arme Kerl, Barry und der Innsmouther Louis Flynn. Wir sind nach der Flut hierher gezogen. Davor habe ich für die Eisenbahn gearbeitet, aber da geht nichts mehr, also... wurde ich Fischer. Ich hatte die Wahl. Entweder fischen oder sterben. Wo sind Ihre Mitbewohner? Da, auf dem Boden, das ist Paul. Möge Kaul seiner Seele gnädig sein. Barry steht draußen bei Mr. Throckmorton. Der Glückspilz hat von all dem nichts mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Louis und der Sohn von Mr. Throckmorton jetzt stecken. Ich befürchte langsam das Schlimmste. Wissen Sie, wie Paul zu Tode kam? Nein, als ich wieder klar im Kopf wurde, war er schon tot. Cowell hab ihn selig. Wer ist denn dieser Cowell? Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, Neuankömmling. Cowell ist der Herr, das Licht, die Liebe. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Lassen wir es für den Moment dabei. Passen Sie auf sich auf, Will. Bitte, Sir. Sie sind Detektiv. Sagen Sie mir die Wahrheit. Könnte ich es gewesen sein? Habe ich Paul auf dem Gewissen? Oh, Cowell. Habe ich ihn getötet? Das weiß ich noch nicht, Will. Versuchen Sie, sich hier ein wenig auszuruhen. Die Polizei hat sowieso die Gegend abgeriegelt. Hoffentlich schlafe ich nicht ein und habe dann Albträume. Oha. Gut, Ach, falscher Taster. Wir wollen ja keinen Weg tun. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. So. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Was ist das jetzt hier? Was nehmen die denn hier alle? Warum hat denn er jetzt so eine Vision hier? So. Ich denke mal hier überall, wo diese Zeichen drauf sind, die war auch unten an der Tür, war dran gemalt, sind irgendwelche Hinweispunkte. Tut. Naja, Junge, tut. Achso, hier muss ich ja wieder draufbleiben. Oh ja, ein bisschen Loot. Mal sehen, für was wir das noch brauchen. So, inneres Auge. Q zum Aktivieren.
Gonna, Nechri, Gonna, Gebheil, Nugrujim, Nahavjim. Nee, das hat er jetzt so daraus erkannt. Aha. Ist hier auch irgendwas? So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Die Prohibition scheint in Oakmont keine allzu große Wirkung zu zeigen. So sehen also Innsmouther aus. So sehen also Innsmouther aus. So wird das nichts mit einem Full House. Jetzt, ja. Ziehen wir nochmal raus. So. Halt, hier links lang. Zu, dem an. Ach, hier ist auch noch so ein Zeichen. Da muss man tatsächlich drauf achten. Patronenhülsen, Schießpulver. Ah, der Schlafplatz des Hundes sieht besser aus als der seines Besitzers. Ja, der scheint ja mächtig eingesicht zu haben. Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. So, wo ist denn hier genau? Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Was für eine aggressive Stimmung hier. Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Ich habe Ihnen klare Anweisungen gegeben. Ja, bin ja dabei. Oder? Das ist das Boot hier. Da hat er ja gesagt, genau bis zum Zaun. Und dann links. Na, schauen wir mal. Wo steckt denn dein Oberon, Titania? Albert Throckmortons Testament. Ich hoffe, jemand findet diese Zeilen. Mein Name ist Albert Throckmorton. Und dies ist mein letzter Wille. Ich möchte Sie warnen. Steigen Sie nicht hinab in die Tiefe unterhalb von Oakmont. Dort ist unleserlich. Wir hätten nicht das nicht tun dürfen. Es hätte einfach nicht in der Höhle bleiben sollen. Professor, ich habe Angst davor, was jetzt aus mir wird. Ich höre Gesang in meinem Kopf. Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich eine Vision. Das ist teilweise alles unleserlich. Das ist so aus dem Kontext rausgerissen. Ich muss alle warnen, ich muss meinen Vater Bescheid sagen und er ist hier. Also irgendwas scheint hier unter Oakmont zu sein. Aus irgendeinem Grund jagt mir dieser Helm einen Schauer über den Rücken. Was stimmt nicht mit ihm? Ist hier nur irgendwas? Nee. So, was ist mit denen hier? Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Gewöhnen Sie sich dran. Aus Oakmont. Keine einzige Makrele habe ich gefangen, seit sich diese Innsmouther die Fischerei unter den Nagel gerissen haben. Tja, das Auto hat hier auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Kann ich denn hier überhaupt ins... Ah ja. Nee, kann ich... Kann der schwimmen? Das wird funktionieren. Hier ist aber eine unsichtbare Wand, so wie es aussieht. Oh, ist aber hier schon, ey.
So, da ich das Testament gefunden habe. Sag mal, was liegt denn hier alles drum? Ist das widerlich? Sollte ich vielleicht mal zu Herrn Papa zurückgehen, um ihm das mitzuteilen. Mal sehen, was er zu sagen hat. Oh. Ach, diese, ja. Mr. Throckmorton, das hier habe ich im Rettungsboot gefunden. Scheint das Testament Ihres Sohnes zu sein. Geben Sie her, sofort. Oh, mein armer Junge, in was bist du da nur hineingeraten? Hätte ich dich doch bloß nicht auf diese verdammte Expedition geschickt. Wiedersehen. So, was habe ich denn hier alles überhaupt? Was ist denn das? Ach, das ist die Kamera. Oh ja. Die wollen wir erstmal nachladen. Sicher ist sicher. Kann ich die auch wieder einpacken? Hier liegt mal ein angebissener Hai rum. Hier sind eklige. Was sind denn das für Sachen hier? Eklige Ratten? Sind das Ratten? Oder sind das so eine nackten. Nee, das sind Ratten. Ist das widerlich hier? So, jetzt muss ich mal gucken. Hier oben scheint noch ein Hinweis zu sein. Der Kompass, der im Haus anscheinend nicht da ist. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Mein Kopf! Ich höre immer noch diese Stimmen! Ach, hier haben wir noch einen Hinweis. Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. So. Retrokognition bedeutet so viel wie zurücksehen und ermöglicht es dir, Ereignisse zu sehen und zu verstehen, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben. Wenn du genügend Hinweise an einen Schauplatz gefunden hast, ereilt dich eine Version, in der du eintauchen kannst. Aha, bestimme die chronologischen Reihenfolgen der Szenen, um neue Hinweise zu erhalten. Okay. Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Ja, das haben wir ja es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Ach, hier ist so eine. Ah, okay. Muss ich da jetzt reingehen? Was geschieht mit mir? Gut, das scheint ja hier die Drogenparty zu sein, die sie gefeiert haben. Nimm das, Affengesicht! Okay. Ja, lauf nur weg! Okay, dann wollen wir mal sehen. So, was muss ich jetzt machen? Weg! Ach so. Jetzt muss ich quasi die Szenen rekonstruieren. Das
ist ja hier ein ganz normaler Ablauf. Eins. Zwei. Was geschieht? Nimm das, Affengesicht! Drei, denke ich mal. Als Albert Throckmorton aufwachte, war er nicht mehr er selbst. Er attackierte die Fischer und seine Hysterie griff auf sie über. Er wurde verwundet und floh. Okay. Er sieht schon wieder irgendwelche Visionen hier. Alle Schlüsselhinweise entdeckt. Gedankenspiel. So, wir gehen mal am besten ins Gesammelte erstmal rein. Ich muss mir erstmal ein bisschen jetzt mit dem Menü hier vertraut machen. So, hier sind einfach Dokumente. Das ist das Testament, was wir gerade gefunden haben. Eisiger Empfang. Was haben wir denn hier? Das sind quasi getroffene... Ach, das ist alles, was ich vom Fall sammle. Hauptfall, das Gute ist Missionsübersicht hier. Hauptfall, Nebenfälle, abgeschlossene Fälle. Und Gedankenspiel. Das ist die Nummer, was wir oben gerade... Achso, was muss ich jetzt hier machen? Was wir oben gerade kombiniert haben. Albert griff den Fischer an. Konflikt. Albert ging eine Gefahr aus. Albert Throckmorton stellte für Louis Flynn und andere Fischer eine Gefahr dar. Aber ich muss da nochmal... Ach, hier muss ich noch mehr kombinieren. Albert Throckmorton aggressiv schoss der Innsmouther Fischer sofort auf ihn. Gut, Louis und die anderen Innsmouther in Oakmont leiden unter den Throckmortons, weswegen Louis die Familie womöglich hasst. Von Albert ging eine Gefahr aus. Ach so, das sind die Gedankenspiele. Und hier unten wäre Schlussfolgerung. Albert ergriff verwundet die Flucht. Ich kann Albert aufspüren. Nach der Auseinandersetzung im Haus der Fischer lief Albert Throckmorton davon und wurde von Louis, einem der Fischer, verfolgt. Mit meinen übersinnlichen Kräften sollte ich sie aufspüren können. So, was haben wir denn noch? Plötzlicher Anfall von Wahnsinn. Da haben wir noch keine Schlussfolgerung. Das heißt jetzt, nach der Auseinandersetzung im Haus der Fischers lief Albert Throckmorton davon. So. Seine übersinnlichen Kräfte sind hier. Da ist er auch eingezeichnet. Kann ich jetzt hier auch runterspringen? Jo. Folgen wir ihn nochmal. Warum hat er überhaupt übersinnliche Kräfte? Das haben sie ja noch nicht. Jetzt wird hier mal düster. Das haben sie noch nicht erklärt. Eine Patronenhülse.
Der Fischer hat Albert also verfolgt und dabei sogar auf ihn geschossen. So, dann ist er in die Richtung gelaufen. Richtung Pier 3, so wie es aussieht. Trotz seiner Verletzung konnte Albert so hoch klettern. Robert Throckmorton hat wohl nicht übertrieben, als er gesagt hat, Albert sei der Beste seiner Art. Das Lager. Dann schauen wir uns doch hier mal um. Hier gibt es erstmal wieder ein bisschen Loot. Was haben wir hier? Ein Stofffetzen. Da steckt etwas in der Tasche. Nachricht mit Blutflecken. Louis, bitte gib mir noch eine Woche. Ich habe meine Schulden nicht vergessen. Aber so wie bei allen anderen auch läuft es im Moment nicht gut. Die Bullen schnüffeln die ganze Zeit am Hafen herum. Wie soll ich da meine Vorräte für die Bar aufstocken? Aber keine Sorge, ich habe gute Leute an der Hand, die mir wahrscheinlich bald regelmäßig beliefern können. Nur noch eine Woche, dann kann ich dir das Geld mit doppelten Zinsen zurückzahlen. Er hat Schulden gehabt, der Peter. Okay. Das Blut ist frisch. Wer auch immer hier geblutet hat, kann nicht weit gekommen sein. Die Tür gibt nicht nach. So, jetzt ist die Frage, ist der hier hinten wieder hochgerannt? Ne, wäre ja Quatsch. Hier geht's doch ja nicht weiter. Die Tür gibt nicht nach. Kann ich das Schloss einschlagen? Die Tür gibt nicht nach. Kann ich machen. Was ist denn das hier? Hä? So, whatever. Was geht denn hier ab, ey? Ist hier nur so ein Vieh? Ein Einschussloch in der Stirn. Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. So, alle Hinweise gefunden. Dann können wir mal ein Gedankenspiel machen. Louis verließ den Tatort, weil Albert die Gruft. Nee. Ach ja. Louis konnte sich in der Bar verstecken. So, Albert wurde ermordet. Da gibt's nix. Nee, halt. So, Louis ist in der Bar. Sind hier mal leben die Mistviecher hier? Über hier. So, irgendwas, was ich hier sehen muss? Ne. Dann werden wir mal zur Bar gehen. Okay, er ist weg hier. Macht die Sache gerade nicht angenehmer.
So, jetzt muss ich mal gucken. Das war die Bar erwischen. Ich würde mal ganz schnell... Ach, hier oben jetzt nicht. Ne, hier geht's nicht weiter. Das heißt, der Weg ist Richtung Bar. Ich muss mal ganz kurz hier nochmal gucken. Shortcuts für... Taschenlampe, ausgewählte Hinweise auf dem Bildschirm, inneres Auge, Karte, Fallmappe, so, mal die Karte öffnen und, oh, das ist ja riesig, das Gebiet, gut, okay, so, grün heißt quasi, wir haben alle Hinweise an dem Ort gefunden. Jetzt ist die Frage, wo ist die Bar? Weiß ich nicht, aber da, hier ist noch ein Hinweis auf ein Boot, anscheinend. Achso, hier kann ich selber Markierung setzen. Ah ja, gut. Ja, das ist alles Hauptstory. Jetzt muss ich mal gucken, wo zur Bar geht. Das ist ja die Nummer, was ich ja anfangs erwähnte, dass das Spiel hier einen gar nicht an die Hand nimmt. Ich muus hier, was rennen hier für Viecher rum? Ich muss hier quasi auf der Karte meine Hinweise, da haben wir schon die Bar gefunden, meine Hinweise selber setzen, in dem Fall. So, jetzt haben wir hier die Bar, dann kann ich jetzt mal als Beispiel sagen, Markierung setzen. Und das wäre die Nummer, möglicherweise hält sich Louis in der Bar am Hafen. So, da kann ich jetzt für den Fall mir die Markierung hier setzen, dass Louis ja hier in der Bar ist. So ist quasi der ganze Spielablauf, dass ich hier kombinieren muss und die Hinweise so setzen muss auf der Karte, dass ich auch weiß, wo ich hin muss. Wie in dem Fall, dass ich jetzt auch die Bar gefunden habe. Der Eingang scheint hier unten zu sein. Da steht so dran, Bar an der Sekir. So, da steht einer mit den Quatschen. Mal kurz. Sie kommen mir bekannt vor. Aber der gute Billy hat sie noch nie gesehen. Ach, hier sitzt ja auch noch einer. Haben Sie eine Patrone übrig? Hab seit Tagen nichts gegessen. Was willst du da mit einer Patrone? So, da haben wir die Bar. Seien Sie auf der Hut. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Na, oh, Junge, du solltest mal dein Getränk wechseln, wenn du hier Monster siehst. Ah, jetzt, wo der Hafen geschlossen ist, verteilen die Carpenters bestimmt kein Essen mehr. Machen Sie das nicht nochmal! Ja, bleib doch mal ruhig. Keine Schlägerei anfangen. In einer Bar immer an Informationen zu kommen. Immer mit dem Barkeeper reden. Der weiß alles. Willkommen im Under the Keel. Was darf sein? Ich suche jemanden namens Louis Flynn. Ist er zufällig hier? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es einem Neuankömmling sicher nicht sagen. Sie gewähren einen Verbrecherunterschlupf. Genau. Robert Throckmorton beauftragte mich damit, das Verschwinden seines Sohnes aufzuklären. In der Nähe seiner Leiche fand ich eine Nachricht an Louis bezüglich ihrer Schulden. Sieht ganz so aus, als hätte Louis Robert Throckmortons Sprössling auf dem Gewissen. Wäre es Ihnen lieber, wenn Mr. Throckmorton hierher kommt und ihn auf den Zahn fühlt? Was? Sie haben schon richtig gehört. Im Übrigen ist es reine Auslegungssache.
Möglicherweise gewähren sie einem Verbrecher lediglich Unterschlupf. Aber was, wenn man sie für einen Komplizen hält? Ich, was? Nein, ich habe nichts verbrochen. Das können Sie ja dann Mr. Throckmorton erklären. Nein, nein. Drock, Louis ist oben. Hier haben Sie den Schlüssel. Eine kluge Entscheidung. Jeden Tag eine gute Tat. Für heute haben Sie Ihr Soll erfüllt. Ich habe hier in der Nähe beängstigende Kreaturen gesehen. So etwas ist mir noch nie untergekommen. Was zum Teufel sind das für Dinger? Sie sind wohl auf Wildbeester gestoßen, Neuankömmling. Niemand weiß etwas über sie. Und Sie können froh sein, dass sie noch leben. Die haben wir hier seit der Flut. Einige sagen, sie kommen einfach aus dem Meer. Andere glauben, dass Kauil uns mit ihnen bestraft. Und was meinen Sie? Was blutet, kann man auch töten. Halten Sie hier immer Ihre Waffe. Das sind ja mal wahre Worte. Und falls Sie mal schreckliche Erinnerungen auslöschen wollen, verkaufe ich dafür hier genau das Richtige. Und noch ein Ratschlag. Lieber feige sein und leben, als tapfer sein und sterben. Aber eigentlich sollte ich das einem Neuankömmling gar nicht sagen. Okay. Wiedersehen. Den Schlüssel des Barkeepers. Dann nehmen wir mal ins erste OG. Ja, gut. Hey, wer sind Sie? Oha. Was wollen Sie hier? Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton beauftragte mich damit, seinen Sohn Albert zu finden. Nun sollten Sie wissen, warum ich hier bin. Drock, dieser verfluchte Barkeeper. Das war alles die Schuld dieses verrückten Affen, hören Sie? Ganz ruhig. Ich will nur mit Ihnen reden. Vorerst. Aber wenn Sie nach Ihrer Waffe greifen, liegen Sie schneller tot auf dem Boden, als Sie ausgleichende Gerechtigkeit sagen können. Ich habe nichts zu verbergen. Sie haben ohne Vorwarnung einfach abgedrückt. Und als Albert geflohen ist, haben Sie ihn sogar verfolgt. Warum? Ich erinnere mich nicht. Als er aufgewacht ist, war es so, als würden mir die Sinne vernebelt werden. Das Erste, woran ich mich danach erinnere, ist dieses verdammte Lager. Und dass ich voller Blut war. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert war. Aber dachte mir schon, dass es etwas mit dem Affen zu tun hat. Tja, und ich hatte recht. Erzählen Sie von Anfang an. Was ist passiert? Wir waren im Haus. Also Paul, Will und ich. Barry wollte raus aufs Meer. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Pech bringt. Wenn er auf mich gehört hätte, wären wir alle noch am Leben. Kommen Sie, Louis. Bleiben Sie bei der Sache. Gut. Also Barry hat dann diesen verfluchten Affen angeschleppt. Ganz stolz hat er sich laut ausgemalt, wie viel Geld uns Mr. Throckmorton wohl für die Rettung seines Sohnes geben wird. Aber dieser Affe... Er war bewusstlos und als er aufgewacht ist, hat er herumgeschrien und uns angegriffen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Tja, warum sehen Sie so aus? Stellen wir Ihnen gleich die Frage. Komm, ich bin neugierig. Sind wir mal sehr direkt jetzt. Was? Warum sehen Sie Ihr Gesicht? Es ist, Sie sind gekommen, um mich zu beleidigen. Weil ich anders aussehe als Sie. Wollen Sie mich bespucken und vor Ihren Freunden herumtuscheln? Denken Sie, ich kenne das alles nicht? Tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll. Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Körper der Innsmouther wurden von der See gesegnet. Leute wie mich gibt es hier viele. Also gewöhnen Sie sich besser an diesen Anblick. Wir sind stolz darauf, wer wir sind. Okay. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Innsmouther und die Throckmortons sich nicht sonderlich gut verstehen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Diese Affen verabscheuen uns seit dem Moment, als wir in Oakmont aufgetaucht sind. Unsere Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Irgendwo mussten wir doch hin. Die Blackwoods
Eine der großen Familien hier haben uns sofort geholfen. Andere waren nicht so gastfreundlich. Wir haben Arbeit, Essen und Medikamente gebraucht. Aber der Stadt war das egal. Und dann? Um jeden Brotkrumen mussten wir kämpfen. Und diese Throckmortons oben in ihrem Palast haben es uns nur noch schwerer gemacht. Dauernd haben sie was hinter unserem Rücken ausgeheckt und die Leute gegen uns aufgehetzt. Und tun es noch immer. Ich hoffe, irgendwann werden sie so leiden, wie wir gelitten haben. Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Beantworten Sie die Frage. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen. Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die über die Familie Marsh mit den Innsmouthern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Das, was Elbert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf, eine versteckte Leiche, sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht ich selbst. Na, das sagen sie ja alle. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Bitte, Mr. Reed, sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird sie verhungern. Ich werde mal darüber nachdenken. Ihnen das jetzt gleich zuzusichern, macht keinen Sinn. Er könnte mich ja genauso anlügen. Ich weiß nicht so recht. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, das Ihnen die Entscheidung erleichtert. Ich habe noch ein paar Patronen. Okay. Bin ich korrupt? Oh, jetzt kommen hier die Entscheidungen. Patronen. Nachher brauche ich die wahrscheinlich. Ich habe jetzt mal 5 Mumpen in der Knarre. Andererseits lege ich mich hier mit dem Obermacker von dem Dorf an. Ach, ich weiß es gerade nicht. Ja komm, wir nehmen jetzt die Patronen. Scheiß drauf. Bin hier ein korruptes Arschloch. Ich bin mit leeren Taschen gekommen. Geben Sie mir etwas, womit ich sie füllen kann, und ich werde schweigen wie ein Grab. Ich wusste, wir werden uns einig. Hier, bitte, Mr. Reed. Bitte, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, das schwöre ich. So. Dann haben wir alles. Klingt jetzt immer noch Gedankenspiel, muss ich da noch irgendwas machen? Das sind hier Dialoge, Gedanken. Ach, okay. Luis war sich seiner Taten bewusst. Und Luis wollte Albert womöglich töten. Was muss ich denn jetzt hier machen? Irgendwas hier rinziehen, um. Luis und die anderen Innsmouther in Oakmont leiden unter den Torgomons, weswegen Luis die Familie womöglich hasst. Aber das läuft ja alle darauf hinaus, dass Luis hier der Angearschte ist. Luis wollte aber so womöglich nicht verjagen, sondern gezielt töten, weil er ein Woke-Moten ist. So, Luis wusste, was er tat, als er mit Albert Oakmonten aneinander geriet. Luis stand unter dem Einfluss des Wahnsinns, hatte nicht die volle. Ja komm, das hat er uns ja gesagt. Das ist jetzt für mich auch hier, wir haben ihm das ja versprochen, dass wir ihn das jetzt mal so abnehmen. So, Luis handelte im Wahn. Genau.
Das führt dann dazu, von Albert ging eine Gefahr aus. Andere Fischer eine Gefahr da. So, und Albert steckte jeden in seine Nähe mit dem Wahnsinn an. Genau. Halt, kann ich den jetzt, dann muss ich das hier rinziehen. Ach, da steht's. Louis tötete Albert, als er unter dem Einfluss des Wahnsinns stand. Er war nicht Herr seiner selbst und kann deswegen nicht für Alberts Tod verantwortlich gemacht werden. Ich könnte ihn decken, damit Robert Throckmorton ihn nicht zur Verantwortung ziehen kann. Gut. Dann werden wir mal zum Robert gehen. Okay. Mal schnell auf der Karte gucken. Das war, glaube ich, hier, also geradeaus. Hier lang. Mr. Throckmorton, ich bin auf seltsame, Was? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier in der Gegend trifft man ungewöhnliche Kreaturen an. Und sie sind beileibe nicht friedfertig. Das sind Wildbeester, Mr. Reed. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sie noch am Leben sind. Wir haben diese Plagegeister hier seit der Flut. Ich habe Studien in Auftrag gegeben, aber bisher wissen wir nicht viel mehr als zuvor. Sie sind aggressiv, aber glücklicherweise kann man ihnen mit Schusswaffen Einhalt gebieten. Ja, davon konnte ich mich selbst überzeugen. Versuchen Sie, diese Biester zu meiden, wann immer es möglich ist. Und halten Sie stets eine Waffe bereit, für den Fall, dass es Ihnen irgendwann einmal nicht möglich ist. So. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich die Mörder gefunden habe, verrate ich ja Louis. Kann ich denn aber trotzdem den Fall abschließen, wenn ich jetzt auf Wiedersehen sage? Ich gehe jetzt erstmal. Wiedersehen. Nee, habe ich mir nicht mehr gedacht. Muss ich Ihnen das jetzt sagen? Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Ich habe den Mörder Ihres Sohnes aufgespürt. Wo? Wer war es? So. Aber ich stehe zu meinem Wort. Ich habe ja die blauen Bohnen von Louis gekriegt. Deswegen werde ich jetzt Ihnen das hier erstmal nicht sagen. Ich konnte den Mörder Ihres Sohnes aufspüren. Aber er wurde von diesen Dingern angegriffen, die in den Gassen umherstreifen. Sie rissen ihn förmlich in Stücke. Es war der Innsmouther Louis, einer der Fischer. Das Blut Ihres Sohnes klebte an ihm und lockte vermutlich diese Kreaturen an. Sind Sie sich sicher, dass es die Leiche dieses Fischers war? Ganz sicher. Von ihm sind zwar nur noch ein paar Knochen und Fleischfetzen übrig, aber ich fand dort auch dieses Stück Stoff. Es stammt von seiner Jacke. Aber dann sollte sich ja jetzt Louis nicht mehr in dem Dorf rumtreiben. Was will man machen? Eigentlich stand es mir zu, Rache zu nehmen. Gegen diese Wild Beaster muss etwas unternommen werden. Dennoch, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und jetzt kenne ich wenigstens die Wahrheit. Danke. Mr. Throckmorton. Ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen schuldig. Bei Cowell, wenn man darüber nachdenkt. Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? So, ich untersuche Fälle von Wahnsinn. Ich versuche, meine Vision auf den Grund zu gehen. Wir machen hier mal wegen dem Brief von
Wir haben Thunderberg. Untersuchen wir ja die Fälle des von dem Wahnsinn hier. Ich untersuche eine Reihe von Fällen unkontrollierten Wahnsinns. Hervorgerufen von Visionen, die etwas mit diesem Ort zu tun haben. Ach, wirklich? Dann scheinen wir etwas gemeinsam zu haben. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie, die sich immer mehr auszubreiten scheint. Ich finanziere eine Expedition zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten und dafür verantwortlich sein könnten. Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Wie im Kleinen, so im Großen. Daher heuerte ich Wissenschaftler an. Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam, Mr. Reed. Was geschehen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Hängen diese Fälle von Hysterie mit bestimmten Visionen zusammen? Seit der Flut haben viele Oakmonter Albträume, die sich ähneln. Sogar die Leiterin meiner Expedition, Professor Harriet Doe, klagte über derartige Visionen. Ruinen unter Wasser in einem ungewöhnlichen architektonischen Stil. Ein schlafender Riese. Überschwemmte Straßen. Eine Stimme, die aus den Tiefen ruft. Genau so beschrieb sie ihre Vision. Dann schlug sie die Expedition vor, weil sie verzweifelt war und die Ursache für die Visionen finden wollte. Hat ihre Expedition schon etwas gefunden? Das weiß ich nicht. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Denken Sie, Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich? Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen. Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen, je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Du stehst hier den ganzen Tag am Hafen. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Old Grove. Hier, ich zeige es Ihnen. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Patronen? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Reed. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen drauf. So, damit haben wir unseren ersten Fall gelöst. Äußerst interessantes Spiel. Ich werde hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wir werden jetzt den zweiten Fall in der nächsten Episode sofort angehen. Storytechnisch hat mich das jetzt hier gerade richtig gefesselt. Ich finde die ganze Kulisse geil. Die Aufmachung, die Charaktere, die Synchro, bis jetzt alles super. Also, ich denke, das könnte ein spaßiges Spiel werden. Wenn ihr da Bock habt, schaltet dann nächste Mal wieder mit ein. Bis dahin, ciao.